Gut, jetzt freue ich mich, dass wir die Sandra begrüßen dürfen, die sehr, sehr kurzfristig hier eingesprungen ist mit ihrem Vortrag über Kubernetes, das unbekannte Wesen, der Schnelleinstieg für Entwicklerinnen. Und ja, damit würde ich sagen, Sandra, darfst du auch loslegen. Ich schalte noch deine Präsentation ein und verschwinde hier, damit ihr euch voll auf Sandras Vortrag konzentrieren könnt. Viel Erfolg und viel Super. Spaß. Dankeschön. So, jetzt muss ich noch meine Folien finden, weil das wurde natürlich dann auch jetzt wieder zerschossen. Es kann sicher nur noch um Minuten dauern. So, ja, herzlich willkommen zu meinem Talk Kubernetes, das unbekannte Wesen, Schnelleinstieg für Entwicklerinnen. Und vielleicht ein paar Worte zu meiner Person. Ja, ich bin Sandra Pasik, bin freiberuflicher Softwareentwickler unterwegs. Auch Consulting mache ich auch sehr gerne im Java-Umfeld. Schwerpunkte sind Backend-Entwicklung und Java-Enterprise-Umfeld, gerne nach agilen Methoden oder Software-Craftsmanship-Prinzipien. Ich werde aber auch gerne geholt, wenn es darum geht, die Entwicklungsprozesse zu automatisieren. Wenn ich nicht bei einem Team sitze, gebe ich auch Trainings und Workshop und ihr findet mich auch auf vielen Konferenzen, Social Media und ja, Podcast mache ich auch. Also da gibt es einige Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu treten. Vielleicht eine kleine Motivation. Kubernetes ist mittlerweile nicht wegzudenken. Entweder wird Kubernetes in Unternehmen eingeführt oder ist schon eingeführt worden oder die Unternehmen denken, überlegen, auf Kubernetes umzusteigen. Und in den meisten Vorträgen, wenn Kubernetes halt vorgestellt wird, heißt das ja, für den Entwickler ändert sich halt nichts. Ihr müsst einfach nur deployen und der Rest macht Magic Kubernetes für einen. Und ich habe die Erfahrung gemacht in Projekten, dass es nicht so der Fall ist, dass man doch als Entwickler so ein Grundverständnis für ein Kubernetes haben möchte. Und deswegen möchte ich euch halt aus Sicht der Entwicklung mal einen Blick geben, was ich als Entwicklerin brauche, um Kubernetes halt zu verstehen, um eine und auch bessere Anwendung dafür zu schreiben. Die erste Frage, die sich stellt, ja, was ist eigentlich Kubernetes? Kubernetes gibt es ja schon seit ein paar Jahren auf dem Markt, das heißt, die wenigsten würden gerne zugeben, dass sie nicht wissen, was Kubernetes ist, aber um alle mal abzuholen, erstmal die Frage ist dann zu klären, ja, was versteht man über Kubernetes? Kubernetes selber ist halt ein Container-Clustering-System, um automatisiert Software zu deployen, zu skalieren und auch zu managen. Und wenn ich mir die Architekturbild anschaue, dann ist ein sehr einfach gestrickt, kann man sagen, ja gut, Kubernetes habe ich, wenn ich mehr Rechner habe, sogenannte Nodes. Ich habe so einen Kubernetes Ma Master, der sich um das, die ganze Verwaltung halt kümmert. Und dann dieser Master sorgt dafür, dass meine Anwendungen mit Hilfe von Kubernetes-Komponenten entsprechend deployed wird und gegebenenfalls auch skaliert wird. Oder wenn der Anwendung es nicht gut geht, dass sie dann halt abgeschossen wird und vielleicht auch woanders gestartet wird. Das ist eine sehr einfache Sichtweise auf Kubernetes. Denn mit der Zeit hat sich ein ganzes eigenes Ökosystem halt aufgebaut. Das heißt, wenn ich mit Kubernetes eingebe, dann kümmere ich mich nicht nur um die Software Kubernetes, sondern drumherum hat sich ein ganzes Ökosystem erstellt. Das heißt, wo nochmal ein Komponent, eine weitere Customized Komponent für Kubernetes erstellt werden oder halt Prozesse sich um Kubernetes geführt haben, dann Software sich dann um Kubernetes, um das Ganze halt zu verwalten, um Kubernetes selber halt auch nochmal zu verwalten. Das heißt, wenn man sich mit Kubernetes sich beschäftigt, dann kommt immer mal ran, okay, das ist ein ganzer Zoo an Tools, was ich mich damit beschäftigen muss. Das Gute daran ist, als Entwickler muss man das nicht unbedingt wissen, außer man möchte mehr Richtung Plattform Engineering oder DevOps gehen möchte. Nichtsdestotrotz hat sich herausgestellt, dass ich, wenn ich selber Anwendungsentwickler bin, doch sehr gut ist, wenn ich ein paar Begriffe halt kenne. Und wenn ich mir dann schaue, was da für Begriffe sind, das heißt, man sagt immer, ja gut, als Entwickler musst du nicht wissen, was genau abläuft, aber dann stellt sich heraus, dass ich doch als Entwickler, wenn ich, da ich ja weiß, wie meine Anwendung halt funktioniert, ich dann mehr auch dann definieren muss, okay, was braucht meine Anwendung? Das heißt, ich muss sowas wie ein Deployment definieren, Pod, das wo ein Container läuft. Der Container braucht vielleicht einen Health-Check, damit Kubernetes weiß, und das in hoch und runter fahren soll, wenn er Traffic drauf geben soll. Es gibt aber auch Sachen, wo ich mich als Entwickler nicht kümmern muss. Das sind eher Sachen wie, was mit Security zu tun ist, mit Persistence. Dann kümmern sich glücklicherweise Admins darum. Ich
es gibt auch Unternehmen, die auch vielleicht auch den linken Teil auch jemand anders geben, wo man sagt, ja, wir machen doch alle dieselbe Applikation in den Teams, dann können wir das auch vereinheitlichen, aber in der Praxis stellt sich dann heraus, ja, es kann sein, dass alle dieselbe Technologie benutzen, aber in jedem Team gibt es auch Nuancen, die man vielleicht nicht so zentral halt abwickeln kann. Daher möchte ich euch eine Reise einladen, wo ich so ein paar Kubernetes-Komponenten euch vorstelle, die aus meiner Sicht gut zu wissen sind als Entwickler, um halt auch zu wissen, wie ich meine Implikationen auf Kubernetes deploye, dass das entsprechend mit was ich da zu tun habe oder was gemacht werden muss in Kubernetes, dass meine Anwendung auf Kubernetes überhaupt laufen kann. Das heißt, wir gucken uns diese Magic mal an mit einer Lupe anhand eines Beispiels und versuchen das nochmal aufzubröseln, was man da oder entsprechend halt braucht. Als Beispiel habe ich eine Web-Applikation auf Java-Basis mitgebracht. In dem Fall ist das ein Spring Boot. Tut es aber nicht zur Sache, denn an einer Stelle sieht ihr, dass vielleicht das Java ist, aber das, die Prinzipien, die ich hier vorstelle oder das Vorgehen, das kann man auch auf andere Technologien Stack entsprechend ausweiten. Die Basis aller Anwendungen, die auf Kubernetes laufen, ist ein Container. Das heißt, ich muss meine Applikation in einen Container packen und der wird grob gesprochen irgendwann mal später auf den Kubernetes gebracht. An der Stelle muss man hier mit ein paar Mythen aufräumen, denn wo Container eingeführt worden sind in die Welt, da wurde gesagt, ja, das ist was Ähnliches wie eine VM. Wenn man aber technisch sieht, ist es eigentlich noch, ist es nicht so, denn eine VM würde auch ein komplettes Betriebssystem mitbringen und der Container, der sieht zwar aus, als ob es ein Betriebssystem hat, hat aber technisch gesehen, baut es halt auf ein Betriebssystem, das heißt, mehrere Container teilen sich ein Betriebssystem und sind aber nur technisch gesehen halt nur voneinander isoliert, sodass man suggeriert bekommt, okay, das sind eigentlich VMs, sind sie aber nicht. Das heißt, wenn ich auf einer VM bin, wo die dann Container laufen, dann ist halt, dann sehe ich halt dasselbe Betriebssystem, nur suggeriert mir, dass ich was Eigenes halt habe. Und das ist eigentlich der Unterschied zu den VMs, dass ich bei einer VM halt viel, viel schwergewichtiger unterwegs bin, weil ich halt auch neben der Hardware-Virtualisierung auch noch ein Betriebssystem bereitstellen muss. Und der Container baut halt auf dem Betriebssystem halt auf und isoliert da auch eine Schicht halt drüber. Wenn ich halt so einen Container definiere, hier haben wir eine Java-Applikation, das heißt, ich muss so einen Docker-File schreiben, wo ich dem sage, hey, wie er die Applikation in so einen Container halt packen soll. In dem Fall spare ich mir vielleicht Aufwände, dass ich sage, okay, ich basiere auf etwas anderem, wo zum Beispiel ein JDK oder eine Java Runtime schon drauf ist, sodass ich dann nur noch meine Applikation mit reinbauen muss, einbinden muss, wo ich dann das mit verpacken muss, wo ich dann sagen kann, wie er die Applikation halt starten kann. Das Ganze kann ich dann mit einem Docker-Build halt dann bauen, sodass ich dann daraus halt einen Container kriege, die ich dann später halt starten kann. Ihr seht das gleich mal. An der Stelle, was ich beachten muss, ist, dass ich bei diesem Container-Image-Build ein paar Sachen berücksichtigen muss, wie zum Beispiel, dass ich jetzt nicht unnötige Tools in mein Image reinpacke. Das heißt, was viele halt gerne reinbauen, sind halt noch eine Shell, was vielleicht ein Angriffsvektor bringt, aber ich brauche eigentlich keine Shell, um halt meine Applikation laufen zu lassen, dass ich sage, okay, pro Image nur ein Service. Das heißt, wenn ich mehrere Applikationen-Deployments habe, dass ich daraus auch mehrere Container baue, dass ich versuche, mein Image möglichst klein zu halten, dass ich meinen Build-Cache halt optimiert kriege. Das heißt, dass ich Schritte, die immer wiederkehrend sind, in einen Cache reinbaue, sodass ich das nicht immer wieder neu zusammenbauen muss. Und so wie ich das auch aus anderen Praxis finde, wie zum Beispiel aus der Java-Welt, dass ich halt so ein Maven-Repository habe, dass ich auch so ein, um meine Jars hochzuladen, dass ich auch meine Container-Images in so einer Container-Registry halt ablege. Ich muss aber auch an der Stelle auch nicht unbedingt Docker benutzen. Mittlerweile gibt es auch noch andere Container-Builder wie Buildpack, JIP, das komplett ohne auf Java-Applikationen optimiert ist, ohne Docker, vielleicht Builder oder Podman. An der Stelle gibt es viele Möglichkeiten, das auszuwirken. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? So, und zwar habe ich hier so einen Docker-File, wo ich halt das definiere. Das heißt, ich sage ich ihm halt, okay,
bitte baue mir eine Stages-Vorbereitung. Das heißt, ich habe hier ein Jar, was ich zur Verfügung stelle, das ich reinkopiere. Ich sage ihnen, er soll dieses Jar halt, was eine Java-Applikation ist, auspacken in verschiedenen Layern, sodass ich im nächsten Schritt sagen kann, hey, wenn ich das produktiv nehme, da brauche ich halt das ganze Tooling, was mir das Eclipse-Timori mitbringt, um das auszupacken, brauche ich nicht. Das heißt, ich nehme vielleicht ein Basis-Image, wo keine Shell ist, wo die sehr leichtgewichtig ist und nur noch Java-Runtime drin ist. Und dann sage ich dem, okay, kopiere bitte aus der oberen Schicht die einzelnen Layer, das heißt Dependencies, das sind Sachen, die vielleicht sich sehr selten ändern. Dann den Spring Boot Loader, weil ich den als Framework Spring Boot benutze. Und dann meine Snapshot Dependencies, das sind meine eigenen Abhängigkeiten, die dann halt entsprechend sich vielleicht öfters halt ändern auf den nächsten Layern. Und dass ich dann halt meine eigentliche Applikation, was ich selber geschrieben habe, ganz auch unten tue. Das heißt, wenn ich das Ganze halt ausführe, dann geht halt der Docker-Dieben halt durch und sagt, ah, okay, ich muss von diesem basieren, die nächsten Schritte aufbauen. Und hier sieht er, ach, das wurde schon mal gemacht, also kann ich den Cache benutzen. Und so ist dieser Bild relativ schnell durchgelaufen, weil er festgestellt hat, es hat sich nichts geändert. Und dann kann ich das Ganze halt durchlaufen. Und ich könnte auch hingehen und die Applikation auch gleich starten. Weil hinter dem Skript verbirgt sich nämlich neben dem Docker-Build kann ich auch Docker-Run, also das fertige Image halt laufen. Und somit hätte ich schon eine Möglichkeit, meine Applikation über den Container halt laufen zu lassen. So, das hat erstmal gar nichts mit Kubernetes zu tun, aber das ist trotzdem die Basis, denn wenn ich mit Kubernetes anfangen, was zu machen, da wird immer beschrieben, die kleinste Einheit in Kubernetes ist ein Pod. Und eigentlich ist das ein bisschen mehr als, also aus Kubernetes ist das die kleinste Einheit, aber nicht für mich als Entwickler, denn ich muss da Container reinpacken, was ich vorher gebaut habe. Und Pod ist halt eine Verpackung, wo ich sage, okay, da packe ich mir einen Container rein und das ist dann, was ich auf Kubernetes packen kann, wo er dann die Applikation halt startet. Wie sieht so eine Definition halt aus? Ich habe in Kubernetes so eine sogenannte Manifeste oder Deskriptoren, wo ich dann in YAML-Format sagen kann, hey, ich möchte gerne einen Pod haben, der braucht ein paar Metadaten, diesen Pod nenne ich dann Spring Boot Demo und hier verpacke ich dann halt, spezifiziere ich, welche Container er laufen lassen soll. Also sage ich, in welches Image er nehmen soll. Das ist das, was ich vorher erstellt habe. Den gebe ich halt einen Namen. Und ich sage ihm, welche Ports er freigeben soll nach draußen, damit es von draußen ansprechbar ist. Ich könnte hier, wie man sieht, das ist eine YAML-Liste. Das heißt, ich könnte auch mehrere Container hier definieren. Wir haben aber gelernt, dass ich auch wie bei Containern, ich nur einen Service hier für den Pod verantwortlich machen kann. Aber ich habe die Möglichkeit, solche sogenannten Hilfscontainer, sogenannte Sidecars einzubinden, die vielleicht helfen, beim Hochfahren der Applikation noch weitere Dienste zu erfüllen, die dann helfen, dass meine eigentliche Applikation halt läuft. Wie kriege ich das Ganze auf den Kubernetes? Das läuft mit kubectl-apply, sodass ich dann sage, dass es dann meine Schaltzentrale zu den Kubernetes Master, den sage ich, hey, hier hast du meine Pod-Definition, guck, dass das Ganze halt gestartet bekommen ist. Hintergrund von der ganzen Sache ist, dass der Kubernetes Master halt eine REST-API zur Verfügung stellt und diese REST-API kann ich mit diesem kubectl halt ansprechen und der hat halt Befehle, sodass ich nicht gezwungen würde, mit curl und posts entsprechend die Sachen halt hochzuladen, sondern das sind fest definierte Commands, die dann dahinter verbergen sich aber REST-Calls. Wie sieht das Ganze halt aus? Und zwar habe ich euch mitgebracht Minikube. Das heißt, das ist ein Kubernetes-Cluster, was ich lokal bei mir hochfahren kann. Ich habe ihnen gesagt, dass er mir zwei Nodes packen soll. Und das heißt, ich habe jetzt keine VMs hier laufen, sondern wenn ich jetzt hier Docker PS aufrufe,
sieht man, dass ich hier zwei Docker-Container am Laufen haben, die simulieren mir meine Nodes. Das ist jetzt nichts für den Produktivbetrieb, aber für mich als Entwickler ist das ganz gut, um halt Sachen abzutesten, ob das lokal bei mir funktioniert. Ich werde natürlich nicht alles machen können, was auf dem Kubernetes-Cluster, vielleicht in der Cloud oder auf richtigen Maschinen, aber das, was ich brauche als Entwickler, bietet mir das vollkommen aus. Minikube hat auch die Möglichkeit, mir ein Dashboard anzeigen zu lassen. Das ist halt hier. Das heißt, ich kann hier, also hier zum Beispiel läuft erstmal gar nichts drauf, das ist komplett leer. Und da habe ich die Möglichkeit, über eine Webseite in den Cluster reinzuschauen, was da rein passiert. Das heißt, ich gehe jetzt hin und rufe meine Pod-Definition an, die wir halt auf den Folien gesehen haben. Ich rufe kubectl -f und Pod und dann deployt er mir das. Ich könnte mit kubectl jetzt mir auch anschauen, was auf meinem Cluster läuft. Wenn ich mit der Kommandoline, das mir zu rudimentär ist und ein bisschen mehr Farbe im Spiel haben möchte, kann ich das Ganze aber auch mit meinem Dashboard anschauen. Und da sehe ich zum Beispiel, dass gerade halt Pod hochgefahren ist. Und dann sehe ich halt, okay, der ist auch auf Running Status und ist auf der Node, auf den zweiten Node gestartet worden. Und dann kann ich mich durchklickern und mir anschauen, was da halt passiert. Das ist aber gerade ein bisschen zu wenig, denn was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben einfach nur den Container jetzt in den Cluster gestartet, aber wir haben noch keine Mechanismen genutzt von Kubernetes. Das heißt, ich hätte eigentlich auch Docker Run machen können und hätte denselben Effekt gehabt. Der nächste Punkt, um auch die Stärken von Kubernetes auszuspielen, ist, dass ich Ihnen sagen kann, hey, ich möchte nicht, soweit der Container da ist, dass du da Traffic drauflaufen lassen sollst, sondern ich kann Ihnen sagen, genau definieren, wann meine Applikation bereit ist, Traffic anzunehmen. Das heißt, ich kann Ihnen sagen, mit dem Renius Probe sagen, hey, wenn du das abfragst und das okay ist, dann kannst du anfangen, Traffic drauf zu tun. Und mit Liveness Probe sage ich denen, hey, prüf das bitte nach, ob meine Applikation noch läuft. Und dann ruft Kubernetes genau diesen Pfad halt auf, um zu überprüfen, ob meine Applikation noch am Leben ist. Und wenn nicht, dann wird es nochmal neu starten. In der Praxis sieht das dann so aus, dass ich hier wieder meine Beschreibung habe mit den Probes. Und dann sage ich kube apply. Und lass das halt laufen. So, was ist passiert? Er will das nicht deployen, weil er das halt schon ein Pod mit dem Namen gefunden hat. Das heißt, ich gehe hin und lösche den Pod erstmal. Hier wundert euch vielleicht, dass ich jetzt eine Abkürzung hier nehme. Bei mir ist es halt das K, ein Alias für kubectl, um das Ganze ein bisschen kürzer von der Schreibweise zu machen. So, wenn ich jetzt mir die Beschreibung von meinem Pod angeben lasse, dann sehe ich halt, dass er entsprechend ein Ready und Liveness hat, der weiß zum Beispiel false und er hat auch die Definition hin, was er abfragen muss, um zu gucken, ob das Ganze halt wann man eine Applikation bereit ist, für den Traffic anzunehmen. Und wenn ich das Ganze noch im Dashboard mir anschaue, dann habe ich sogar eine Statistik, wie oft er fehlgeschlagen ist und wie oft er halt erfolgreich das abgefragt hat. Und somit kann ich genau beobachten, wann meine Applikation aus Kubernetes-Sicherheit fertig für die Benutzung ist. Äh,
Das ist jetzt relativ auch sehr rudimentär, denn der Pod wurde jetzt auf irgendeinen Node deployed. Und das heißt, ich müsste eigentlich jetzt jedes Mal gucken, auf welcher Node ist denn der Pod, welche IP-Adresse hat dieser Node, um ihn halt anzusprechen. Das ist aber relativ mühselig, vor allem wenn ich möchte, dass Kubernetes die Applikation auf irgendeinen Node packen soll, was halt von den Ressourcen her halt passt. Deswegen gibt es halt das Konzept eines Services. Das ist eine Komponente in Kubernetes, die da sich für sorgt, okay, die sagt, die verwaltet halt bestimmte Zahl an Pods, die dieselbe Anwendung definieren, also halt ein Service. Und die bündelt halt dieses Service unter einer Cluster-IP, die den ganzen Cluster weit halt erreichbar ist. Und die kann halt dann sagen, okay, ich will den Service von meiner Demo haben. Die ist dann in bestimmten Cluster-IP halt zugänglich und ich kann ein Pod-Mapping machen. Das heißt, ich sage dann, hey, bitte Service A ansprechen, Pod 80, und dann wird er sich einen richtigen Pod raussuchen und dann das Pod-Mapping auf 8080 halt machen. Im Kubernetes-Deskriptor sieht das dann so aus, dass ich halt wieder meinen Pod habe und ich sage in meinem Kubernetes-Komponente Service, gibt einen Namen, sage ich, ich möchte einen Cluster-IP und bitte nimm alle Pods, die den Selektor Hero haben. Das heißt, ich muss in meinem Pod oder den Metadaten-Label Namen, also Key und Value abgeben, im Selektor auch denselben Key und Value. Das heißt, er sammelt alle Pods, die diesen Label hat, vereint und den Service und sagte, hey, wenn du eine Anfrage kriegst für den Service oder an dieser bestimmten Cluster-IP und auf dem Port 80, dann gehe ich hin und mappe das auf einem Pod, der denselben Label hat und gehe da auf 8080. Das sieht in der Praxis dann so aus, dass ich hier meinen Service habe. Also das, was wir vorhin definiert haben. Und das apply ich erstmal. So, und da sehe ich halt, dass meine Pods da sind. Ist am Running. Und ich habe jetzt auch einen Service. Und der hat die Cluster-IP 10.109.119.32. Ich kann jetzt hingehen und einen weiteren Pod starten, der halt eine Shell hat. Und da kann ich jetzt hingehen und sagen, hey, ich möchte diese Homepage halt aufrufen von dieser Applikation, indem ich sage, wie get um die Cluster-IP. Slash Hero. Und ich sehe halt, dass ich da meine Applikation halt aufrufen kann. Und das heißt, er connectet sich mit dem Service und er führt das auf einen Pod hinzu. Und ich kann halt sehen, dass hier an dieser IP-Adresse, das ist dann die IP-Adresse von dem eigentlichen Node. Und somit habe ich jetzt meine Anwendung innerhalb des Clusters unter einer einheitlichen IP zur Verfügung gestellt. Nur das ist halt immer noch nicht das, was ich als Entwickler haben möchte. Denn ich möchte ja, dass die Welt da draußen meine Applikation benutzt. Das heißt, ich brauche noch mehr eine weitere Komponente. Und dafür ist die Komponente Ingress zuständig. Das heißt, mit dieser Komponente definiere ich, welches Traffic von außen auf meinen Cluster raufkommen darf und wo sie hingeführt werden soll. Das heißt, ich sage dem in Ingress-Komponente, hey, wenn du bestimmte Aufrufe kriegst unter bestimmten Pfad, dann geh bitte zum Service
mit dem bestimmten Namen auf 80. Und dieser Service benimmt dann halt die Weiterverteilung auf den richtigen Pod. Dies sieht so eine Definition aus. Das heißt, ich habe hier wieder so mein Manifest, mein Deskriptor. Und dann sage ich hin, ich brauche einen Ingress, den gebe ich einen Namen. Ich gebe hier noch zusätzliche Konfigurationen. Das liegt einfach daran, dass zwar die Kubernetes-Komponenten eine Spezifikation haben, aber so wie bei den Datenbank-Providern, es gibt zwar eine Spezifikation, aber jeder Provider oder jeder Hersteller hat nochmal seine eigenen Konfigurationen. Das ist in dem Fall auf. Das heißt, ich benutze jetzt einen Nginx-Ingress. Und der will halt entsprechend nochmal seine eigenen Konfigurationen haben, die jetzt zum Beispiel in der Spezifikation nicht drin sind. Sie muss ich dann mit eingeben. Das heißt, ich definiere hier eine Regel. Das heißt, wenn jemand auf den Host geht, Spring Boot Demo Local und den Pfad slash aufruft, dann soll das in Richtung Backend auf den Service gehen, Spring Boot Demo Service, was wir vorhin halt definiert haben. Und das sieht in der Praxis so aus. Dass ich hier meinen Ingress habe. Und den deploy ich. Und so, den kann ich dann an meinen Cluster halt sehen. Und ist auch für den Host zuständig. Die Frage ist halt, wo weiß er, dass jetzt, wenn ich die DNS Spring Boot Demo Local aufrufe, das auf die richtige IP geht. In dem Fall bietet mir Minikube an die Funktion Minikube IP. Die zeigt auch, unter welcher IP-Adresse der Cluster bei mir auf den lokalen Maschinen erreichbar ist, sodass ich dann hingehen kann. ECC Hosts, wo ich dann definieren kann, hey, wenn jemand Spring Boot Demo Local aufruft, dann soll bitte auf diese IP-Adresse gehen. Und das sieht dann halt im Browser so aus. Das heißt, ich kriege eine Fehlermeldung von meiner Applikation, weil ich auch noch hier Hero eingeben muss. Und so fertig, somit kriege ich halt meine Applikation halt hin. So, und somit ist meine Anwendung jetzt für die Außenwelt erreichbar. Das Ganze ist aber ein bisschen nutzlos, wenn ich nicht keine Möglichkeit habe, Konfigurationen mit anzugeben. Denn ich habe jetzt zwar meine Applikation, aber meine Applikation braucht vielleicht eine Datenbank, also muss ich meine Datenbank konfigurieren. Da muss ich vielleicht noch Passwörter irgendwie ablegen, also sogenannte Secrets. Und die Frage ist halt, wie ich das Ganze halt ablege. Und da gibt es auch Kubernetes-Komponenten, die genau für das zuständig sind. Das heißt, sogenannte Config-Map oder Secrets. Das heißt, ich kann meinen Containern genau sagen, hey, hol bitte deine Konfiguration aus sogenannten Config-Map oder Secrets. Der Begriff Secrets ist an der Stelle ein bisschen irreführend, weil man denkt, okay, das muss ja irgendwas Tolles Verschlüsseltes sein. Im Endeffekt ist es aber nicht, sondern da wird Base64 encoded halt abgelegt. Das heißt, hat man Zugriff auf ein Cluster, hat man auch Zugriff auf ein Secret. Mittlerweile gibt es dann auch da Tools im Kubernetes-Ökosystem, die einen unterstützen. Das heißt, vielleicht will ich ein Vault mit einbinden oder ein anderes Tooling, der das halt mit abdeckt. Aber die Standard, was ein Vanilla-Kubernetes mitbringt, ist halt dieses Kubernetes-Kommando-Secret, wo das halt Base64 halt abgelegt wird. Wie sieht das Ganze aus? Naja, ich habe halt dann meine Config-Map auch wieder mit Namen versehen und unter Data definiere ich das. Das heißt, ich sage einen Key, zum Beispiel MongoDB enabled und dann den Wert auf false. Und das Ganze kann ich dann in meiner Applikation anbinden, indem ich sage, hey Container, nimm bitte dir die Environment-Variable von dieser Config-Map-Referenz, die mal hier ist. Und wenn ich mich an der Konvention halte, dass ich die Key-Values wie Environment-Variable schreibe, dann kann das in dem Fall meine Applikation entsprechend wie Umgebungsvariable halt anwenden. Das Ganze sieht dann so aus.
dass ich dann sage, dass ich das Ganze halt dann einbinde. Das heißt, ich habe hier meine Secrets. Und auch meine Applikation, die das hier einbindet. Und dann kann ich halt sehen im Dashboard, dass ich hier meine Environment-Variable halt gesetzt habe und sehe auch, dass das hier den entsprechenden Wert halt drin hat. Und somit habe ich meine Möglichkeit der Konfiguration halt reingebracht. Der nächste Punkt, was öfters kommt, okay, ich will ja nicht einen ganzen Kubernetes-Cluster für eine Applikation hochfahren, vielleicht habe ich auch eine Microservice-Architektur oder ich habe Unternehmensstrategie aufgebaut, sage, okay, alle unsere Applikationen sollen auf Kubernetes halt laufen und die Frage ist, wie kriegen wir das Ganze organisiert? Da gibt es halt das Konzept bei Kubernetes von sogenannten Namespaces, das ist auch wieder eine Kubernetes-Komponente, die dabei hilft, mir meine Applikation in so eine Art Gruppen, genannt Namespace, halt zu gruppieren. Das heißt, ich kann halt sagen, okay, Applikation A geht in Namespace A und alles, was für Applikation B geht, geht in Namespace B rein. Das Ganze kann ich dann auch wieder hier mit den Kubernetes-Skriptoren beschreiben. Das heißt, ich sage, hey, ich brauche einen Namespace, den gebe ich einen Namen. Und in meinem Pod sage ich unter den Metadaten, in welchem Namespace er das Ganze halt deployen soll. Und somit kriege ich die ganze Verlinkung hin, auf welchen Namespace das läuft. Das hat dann in der Praxis zur Auswirkung, dass ich jetzt zum Beispiel hier meinen Default-Namespace meine Spring Boot-Applikation habe. Und ich kann halt sagen, wenn ich halt jetzt einen neuen Namespace halt kreiere und auch einen Pod in diesen Namespace erstelle, das sieht, wenn ich jetzt nochmal meine Pods aufrufe, ist immer noch einer. Und wenn ich dem jetzt auch sage, guck aber bitte im Namespace, habe ich auch den anderen. Das heißt, im Endeffekt habe ich jetzt zwei Pods laufen, aber in unterschiedlichen Namespaces. Und die Namespaces kann ich mir auch entsprechend hier aufrufen. Der sagt mir halt, okay, nehm den Default Namespace und den Kubernetes Namespaces, wo auch die Kubernetes-Komponenten halt laufen, habe ich in meinen eigenen Namespaces. Das sieht dann im Dashboard halt so aus, wenn ich dann sage, gib mir alle Namespaces, dann sieht man halt auch, dass meine Pods, ich auch zwei Spring Boot Demo Pods habe und sobald ich halt wechsle, dann taucht jeweils der jeweilige in meinem jeweiligen Namespace halt auf. So, das Ganze ist auch schwierig handelbar, denn wenn ich jetzt eine Applikation habe, die vielleicht skalierbar sei mit mehreren Deployment-Artefakten, dann möchte ich nicht das Ganze irgendwie händisch machen, sondern vielleicht welchen Mechanismus haben, der mir behilflich ist, das Ganze halt zu verwalten. Und da hilft halt Kubernetes mit Form von Deployment und das ist halt, dahinter ist halt, dass ich sage, okay, eigentlich habe ich ja einen Service, der mehrere Pods verwaltet und ich habe sogenannten Replika-Controller bzw. Replika-Set, der sagt, der dafür kümmert, dass eine bestimmte Anzahl an Pods immer halt läuft. Das heißt, wenn ich sage, hey, ich brauche drei Pods und einer stirbt, da kümmert sich der Replika-Set darum, dass der mal halt hochgefahren ist. Und die Deployment-Komponente ist halt ein Zusammenschluss von diesen drei Komponenten. Das heißt, ich sage, ich brauche ein Deployment, der soll bestimmten Namespaces fahren. Ich gebe ihm halt, dass er nur einen Replika haben soll, das heißt, nur ein Pod soll laufen. Und dann definiere ich ein Template, wo halt daraus halt ein Pod generiert wird, sodass es die Schreibweise mir ähnelt einer Pod-Beschreibung. Und mit dem wenigen Zeug muss ich dann nicht nur anfangen, drei
Kubernetes-Komponenten zu definieren, sondern ich sage, ich brauche ein Deployment und das Deployment kümmert sich darum, dass alles, was dafür Zustände gebraucht wird, entsprechend mit deployed wird. Das sieht dann in der Praxis dann so aus. Dass ich hier mein Deployment habe. Das heißt, ich definiere hier meine Replika, meinen Pod. Config muss ich dann selber definieren. Den Service auch und Ingress auch. Sodass ich dann sage, kreiert mir das alles unter dem Namespace Spring Demo Namespace. Das hat dann zur Auswirkung, dass ich halt da, also der Pod kriegt halt auch einen eigenen Namen, das heißt, der dieser wird dann halt, steht nicht so in Kollision, weil ich dann einen Deploy und eine random Nummer habe. Das hat aber dazu zur Folge, wenn ich zum Beispiel jetzt Deployment sage, dass ich skalieren möchte. Das heißt, ich gehe auf zwei Replika. Da geht er hin und startet noch einen zweiten Pod. Und ich kann auch sehen, dass er auf einen anderen Node halt auch startet. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf das Demo gehe und halt das aufrufe, dann wechselt sich, hat sich hier an die IP-Adresse gewechselt. Und somit kümmert der Server sich darum, auf welchem Pod er das Ganze halt startet. Das hat auch dann zum Effekt, wenn ich dann sage, hey, bitte lösch mir den, diesen Pod. Da geht das Deployment über die Replika-Sets hin und sagt, nee, eigentlich hast du definiert, dass du zwei brauchst. Und dann fängt ein neuen an zu starten. Das sieht man hier am Bestimmungszeitpunkt, dass es halt entsprechend neu deployed wird. So. Das heißt, das war in Schnelldurchgang die wichtigsten, aus meiner Sicht, die wichtigsten Kubernetes-Komponenten, die ich kennen sollte aus Entwicklungssicht. Leider ist es auch nur die Spitze des Eisbergs, denn was wir uns nicht angeschaut haben, ist, ja, wenn ich jetzt dafür anfange zu entwickeln, ich meine, so eine Kubernetes-Deskriptor zu schreiben, das ist vielleicht jetzt für Demo-Zwecke ganz gut, aber ich will das vielleicht konfigurierbar machen, das heißt, ich muss mir dann ganz viele Gedanken machen, okay, wie ich mein Git-Repository organisiere. Ich muss mir Gedanken machen über Debugging. Was ist mit meinen CI-Prozessen? Was ist mit Deployment-Skripte? Das heißt, die Kubernetes-Skriptoren sind vielleicht zum Ausprobieren ganz gut, aber wenn ich das konfigurierbar mache, dann bin ich schnell wieder bei Tooling wie Helm-Charts. Ich muss meine lokale Entwicklungsumgebung vielleicht anders gestalten. Und wie kriege ich das Monitoring hin oder wie bekomme ich überhaupt mit, was auf dem Cluster halt los ist. Das Ganze, was ich jetzt hier vorgestellt habe, könnt ihr auch in Architekturspeaker nachlesen. Da gehe ich auch die wichtigsten Komponenten halt durch. Das ist auch so eine Art Checkliste, um sich darüber Gedanken zu machen, was brauche ich, um Containeranwendungen zu entwickeln. Und an der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und ich schaue mal, was im Chat für Fragen aufgekommen sind. Ja, wow, herzlichen Dank, Sandra. Das war ja ein sehr umfassender Überblick im Schnelldurchgang. Ich stelle immer wieder fest, das ist ein sehr komplexes Thema, aber auch ja, sehr schön aufbereitet. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, gucken wir mal vielleicht gleich im Chat oder im WorkAdventure, was es so an Fragen gibt. Das haben wir, glaube ich, vorher nicht geklärt. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich hier Fragestellungen durchschalten kann. Wenn du, warte mal, wenn du im rechts ist ein Kommentarfeld, dann zeigt er die Kommentare an, die auch im YouTube-Channel. Ja. Stimmt, im YouTube-Channel, da könnten wir Kommentare haben. Da haben wir aber, den habe ich hier auf dem anderen Kanal, da sind aber bisher keine. Da ist niemand was reingeschrieben. Und ich gucke gerade nochmal ins WorkAdventure. Da
sind eine Menge Leute im Raum. Also vielleicht treffen wir uns einfach mal in dem Raum. Ja, also ich bin auch ein... man kann mich auch gerne nach den Vorträgen auch in Work Adventure ansprechen. Also mir ist es bewusst, also, und das war auch nur eine Spitze des Eisberges, also Gerd weiß ja selber. Mhm. Da öffnet sich ein Moloch, wenn man sich da einmal sich damit beschäftigt. Ja. Auf jeden Fall, aber ich glaube, man kommt als Entwickler oder Entwicklerin da nur schwer dran vorbei an vielen Stellen. Also natürlich betrifft es nicht alle, aber ich glaube, mehr und mehr Leute müssen sich damit mal zumindest ein bisschen beschäftigen. Genau, also zumindest muss ich wissen, was Kubernetes mit meiner Anwendung halt macht. Mhm. Genau. Gut, dann, wenn keine Fragen auftauchen, dann würde ich sagen, Bühne frei für den nächsten Speaker und dann machen wir eine kurze Pause. Genau, 15 Minuten Pause, was haben wir, 18.15 Uhr gleich, 18.30 Uhr geht es hier weiter, beziehungsweise wir freuen uns natürlich, wenn auch einige Leute ins Work Adventure rüberkommen und wir da ein bisschen plaudern können zwischendurch oder uns einfach mal die Beine vertreten. Herzlichen Dank nochmal, Sandra, und bis gleich. Bis daher, ciao.